Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ich bin ja noch am Vorproduzieren. Und deshalb habe ich auch in den nächsten Videos nicht so viele Truhen zum Öffnen. Eigentlich überhaupt keine. Wir verlassen mal den Clan. Auch wenn ich Vizeanführer bin. Ich drehe jetzt einfach irgendeinem Clan bei und hoffe, dass da jemand online ist. Und werde dann gegen ihn kämpfen. Da ist wirklich keiner online, nirgends. Jetzt. Hoffentlich nimmt jemand das an. Ich mach einen Cut dann. Es hat einer endlich angenommen. Big Boss JD. Oh nein, das ist das falsche Deck. Das ist das falsche Deck. Und mit falsch meine ich falsch. Ja, das sieht jetzt blöd aus. Für mich. Aber wir können ja danach nochmal fragen, ob er nochmal spielt und dann können wir das richtige Deck nehmen. Feuergeister werden die Barbaren Level 7 einfach locker zerstören. Magier zur Verteidigung der Valkyrie. Ich kann da jetzt nicht die 6 Elixier bekommen. Für den Königsriesen zum Tanken. Dafür haben wir aber die Valkyrie. Und wir machen gerade sehr, sehr gut Schaden. Mein Turm müsste die einschneiden, das schafft er nicht alleine. Schade. Der Eisenberger müsste eigentlich den Turm zerstören, wenn er nicht zur Verteidigung setzt. Ah, gerade noch so. Ich setze mal den Bomber, damit wir noch mit dem Königsriesen angreifen können, auch wenn er nur Level 9 jetzt ist. Feuergeister, falls er was gegen Luft hat oder Barbaren. Also jetzt ziehen wir ihn aber richtig. Ah, seine Valkyrie macht sehr, sehr viel Schaden. Schade. Zum perfekten Zeitpunkt habe ich zu die Barbaren gesetzt. So, das Match gewonnen, trotz dass ich das falsche Deck genommen habe. Aber es war auch ein Level 7er. Würde ich sowas mal im Live-Battle bekommen, im Online. Tauschen wir mal schnell das Deck. Das ist es. Suchen wir noch andere Leute zum Kämpfen und dort ist auch keiner online. Shadow King. Auch kein. Da sind 50 Leute fast drin und ist einfach keiner online. Okay, ich und jemand anderes. Das lohnt sich nicht. So, Arena 1 vorschlagen. Ich mache einen Cut, bis jemand gefunden hat. Ich entschließe mich jetzt zu einem Live-Kampf gegen einen Online-Gegner, weil ich habe so viele
Pläne. So viele Pläne. Wie wird das gesagt? Pläne, Clans. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir ja mal schreiben in die Kommentare. Und wir hoffen, wir gewinnen gegen ihn. Er hat ja schon einen Königslöwe. Ah. Er hat schon verdammt viel Schaden gemacht. Schade. Ich setze mal einen Riesen dorthin. Als kleiner Tank. Eismagier zur Verlangsamung. Und Bombe. Kommt er mit seinem Mini-Packer. Schade. Ich hätte gedacht, das wird jetzt was. Wenn ihr jetzt Funky oder so setzt, bin ich richtig zerstört. Aber wir bekommen seinen Turm. Oder? Nein, leider nicht. Der Eismagier will sich nicht setzen. Ah, das wird jetzt nichts. Er braucht noch einmal seinen Königsriese zu setzen. Schade. Oh, hätte er nicht seinen Grabstein gesetzt, hätten wir gewonnen. Ah, das hat er natürlich gemacht. Wäre auch ziemlich dumm. Machen wir noch einen abschließenden Kampf. Gegen AZ Rewards. Arzri-Rewards. Ich weiß nicht. Wieder lenkt ab. Nein, zum Glück nicht. Immer hat aber keinen Schaden gemacht. Also doch schon, aber nicht drastisch. Drastisch. Ja. Ich hoffe, wir gewinnen das Match. Und ich habe mir gerade eine Lasagne in den Ofen geschoben. Und die ist eigentlich in 15 Minuten fertig. Oder später. Die ist sogar abgefasst worden. Ja.
Solange der Riese noch tankt, ist alles gut. Der Turm gehört eindeutig uns. Er hat noch keinen Schaden gemacht. Bisher läuft es bei uns. Vielleicht kommen die Kobolde noch und können noch Schaden anrichten. Ja. Na, schade. Aber der Riese muss von ihm jetzt aber ziemlich leiden. Er hat gerade ziemlich viel Elixier verbraucht. Das könnte unsere Chance jetzt sein. Aber natürlich seine auch. Das war ein Fehler, ihn durchgehen zu lassen. Das war ein sehr, sehr großer Fehler. Ja, das schaffen wir aber noch. 2-1, das wäre vielleicht sogar noch ein 3 geworden, ein 3-1. Eine Goldtruhe, das ist nicht verkehrt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.